Hühnerbeinen an Häusern. Einer der etwas besseren Ghibli-Filme, wobei es gibt sehr wenige schlechte Ghibli-Filme. Stellenweise auch sehr, sehr lustig. Der Hund ist kein Scheiß. Ja. Ich bereue den Kauf definitiv von dem Bau definitiv nicht. Freunde, wir suchen nicht nach Hühnerbeinen an Häusern, sondern wir stecken in der Klemme. Herzlich willkommen. Servus. Servus. Du hast uns Kukuri, oder? Servus. Wir haben noch nie so oft sowas gemacht, das ist ja eine Premiere. Ja. Und du hast uns ja was sehr Schönes mitgebracht. Ja, das wandelnde Schloss oder Howl's Moving Castle, je nachdem unter welchem Namen man es kennt, von Studio Ghibli oder Ghibli, je nachdem wie man das immer ausspricht, da gibt es die diversen Diskussionen immer. Ein super Anime-Film. Mhm. Und das Set grundsätzlich ursprünglich ist ja ein, was ich weiß, ein Mock gewesen. Da hätte ich heute auch nochmal nachgeschaut auf die Seite des Mockers. Das jetzt, da habe ich mehrmals auch angefragt, ob das jetzt irgendwie mit Super 18K ein Abkommen gibt. Da ist nie geantwortet worden und mittlerweile ist es von der Mock-Seite verschwunden. Also man weiß es nicht. Okay, gut. Also halt mal kurz einmal fest. Wir haben hier ein Super 18K Set. Das ist einmal der die Scheine bereitstellt. Wir haben 1245 Teile. Es ist basierend auf dem Anime-Film von Studio Ghibli, Das wandelnde Schloss oder Howl's Moving Castle. Selber auch ein Kinderbuch von Diana Wynne Jones, einer britischen Buchautorin, die inzwischen schon verstorben ist. Ich glaube, der Film selber kam 2004 raus. Regie führte Miyazaki selber, Musik Joe Hisaishi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengebracht. Einer der etwas besseren Ghibli-Filme, wobei es gibt sehr wenige schlechte Ghibli-Filme. Gibt es überhaupt schlechte? Earthsea. Legend of Earthsea. Also das, was sein Sohn macht, ist nicht so prickelnd. Also Goro Miyazaki hat leider bis jetzt noch keinen Knüller abgeliefert, leider. Ja, zumindest nicht so in dem Level, wie sein Vater gemacht hat, ne? Wie sein Papa gemacht hat, ja genau. Also, Legend of Earthsea ist ein bisschen schwächer. Ich glaube FSK ab 6, wenn mich alles nicht täuscht. Gibt es natürlich, ein Netflix hat das, vermeintlich. Ich glaube, ja. Man kann es natürlich auch dann, glaube ich, noch auf Blu-ray oder DVD halt auch kaufen. Da gab es dann vor Jahren mal so eine sehr schöne Kollektion halt mit Papierschubern in unterschiedlichen Farben, mit ein paar Gimmicks dabei. FSK ab 6, stellenweise auch sehr, sehr lustig, mit ein bisschen so Slapstick drinnen. Der Hund ist kein Scheiß. Der Hund und die Treppenszene sind sehr schön. Generell, wie gesagt, guter Film zum Anschauen. Wenn man sagt, ich kann zurzeit Disney nicht ausstehen, kann man gerne noch auch sich Ghibli antun. Auch starke Charaktere immer dabei. Ja, vor allem immer starke Frauen. Ja, die auch das absolut selbstständig sind. Das ist nicht die Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern... Ja, und die Stärke kommt auch aus sich selbst heraus und es muss niemand daneben stehen, der noch extrem inkompetent ist, damit man irgendwie sagen kann, ja, schaut an, wie stark die Frau ist. Also er schafft es, den Frauen als Charakteren eigene Stärke zu geben, dass sie auch alleine stehen können, ohne irgendwie sich darauf stützen zu müssen, dass wer andere ein kompletter Vollkoffer ist. Genau. Gut, gehen wir aufs Set ein bisschen. Fangen wir mit der Anleitung an, dann haben wir die hinter uns. Die ist vom Format her sehr spannend irgendwie. Aber ja, ein bisschen ungewöhnlich, weil... Mhm. Der Druck vorne ist im Hochformat, hinten ist wieder Querformat und drinnen ist gewohntes Querformat, hätte ich gesagt. Ah ja. Also da ist wieder alles wie gehabt. Mhm. Versuch ich das einmal zu machen. Das ist ja, glaube ich, unser erstes Super 18K-Set, das wir hier zeigen. Also generell, man hat hier natürlich mal, wie sind Teile zu verwenden für die Technikkomponenten. Dazu auch noch... messen, wie funktioniert der Leuchtstein, der ist auch dabei, also kommen wir noch. Dann halt hier im schönsten Mandarin die Bauschrittsunterteilung, also wir machen Bauschrittsunterteilung. Genau. Generell irgendwie Qualität der Steine oder sagen wir mal Qualität der Anleitung. Oh, ich sehe, es fängt sehr, sehr motivierend an, mit zwei Platten aufeinander zu stopfen. Das ist absolut schaffbar. Das sind an sich wirklich nie großartig viele Steine. Also kann man auch als Anfänger durchaus hinbekommen, also ist jetzt kein Buch mit 7 Siegeln. Ich sehe, man fängt an mit dem Wohnzimmer, wo auch Calcifer wohnt. Genau. Der kleine Feuergeist.
Ja, erzähl mal ein bisschen was drüber. Wie ist der Bau so? Ist das? Weil es schaut sehr filigran aus, sehr kleinteilig, also... Es ist natürlich einfach dadurch, dass es jetzt kein Riesenset ist und um trotzdem Detail zu schaffen, gibt es sehr viele kleine Teile, um in diesen kleinen Anbauten, die Häuschen, die auch im Anime außen auf diesem Schloss sind, darzustellen. Man beginnt eigentlich da mit dem unteren Teil sozusagen und baut sie dann nach oben. Am Schluss kommt dann die Grundplatte. Mhm. Und da steckt man das Ganze drauf und deswegen wirkt es eigentlich so wackelig. Das Set selber ist an sich relativ stabil, aber dadurch, dass es halt so ausschauen soll, als würde das wandelnde Schloss halt wandeln, ne, ist das Ganze nur... Ja, also nur auf einer Achse drauf. Auf einer Achse, auf Transklierteilen. Die sind extrem transklier, oder? Na, es geht eigentlich. Warte. Ich versuche es einmal hinzuhalten mit dem hier. Also, ja. Ja, machen wir gleich mal. Wie ist die Standardqualität? Also, gibt es irgendwelche Ausreißer nach unten? Ist es fürchterlich? Ja, von den Steinen her absolut in Ordnung. Ich glaube ja, dass ja auch Super 18K mittlerweile oder eh schon immer. Ich habe das erste Set von denen für mich selber auch Gobrick-Steine hat. Mhm. Und die Qualität kennen wir ja alle, die ist einfach absolut super. Also, da gibt es eigentlich überhaupt nichts. Auch von den Farben her. Also, wir haben jetzt keine größeren Farbabweichungen ist was aufgefallen. Wobei dadurch, dass es so kleinteilig ist und ja ein, sag ich mal, zusammengebasteltes Schloss darstellen soll, auch wenn irgendwo eine Farbabweichung wäre, würde es jetzt nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Ne? Weil es auch Teil des Charmes des Gebäudes eigentlich genau ist. Das ja auch, glaube ich, irgendwie sein eigener, fast eigener Charakter auch im Film natürlich ist, wenn es sich genau bewegt. Ich habe gesehen, oder wir haben kurz geschaut, es gibt es so, wir haben ja schon erwähnt, den Leuchtstein, es hat ja auch ein paar Funktionen theoretisch, richtig? Funktionen ist so relativ, ist halt ein bisschen modular aufgebaut, also man kann den oberen Teil da runternehmen. Yep. Yep. Na, jetzt habe ich das natürlich nicht richtig reingesteckt. Das waren 100 Punkte für mich. Damit man dann sozusagen von oben reinschauen kann, was sich da so drinnen tut. Und es gibt zusätzlich die Möglichkeit, dann auch da auf der Seite das aufzuklappen, damit man ein bisschen in diese Küche reinsieht, und da sieht man einfach natürlich, ist ein bisschen einfach dieser Größe geschuldet, dass jetzt der Maßstab, sag ich mal, von außen in den Häusern drinnen dann zum Tisch und zur Küche dann nicht passt, weil in Wirklichkeit hat es im Anime keine Ahnung wie viele Zimmer ja. Da bräuchte man halt einfach noch mal was, müsste man wesentlich größer bauen, damit man das alles darstellen kann. Und wie du schon gesagt hast, es gibt auch einen Lightbrick drinnen versteckt, um eben den Kalzi vor den kleinen Feuergeist eigentlich darzustellen, der eigentlich das ganze Schloss antreibt mit seiner Energie. Da hat man dann da unten den Knopf zum Drücken und dann kann man den Kalzifer da leuchten lassen, wenn man möchte. Ja? Also das habe ich zum Beispiel eine ganz witzige Idee gefunden, weil mir das, wie ich es gekauft habe, nicht bewusst war, dass da ein Lightbrick drinnen versteckt ist, ehrlich gesagt. Also einfach ein total nettes Detail. Es wird auch, glaube ich, nicht nur auf der Rückseite irgendwie angedeutet oder sonst irgendwie. Also. Ich vermute auch in der Anleitung, dass es vielleicht zwei Varianten gibt. Wenn du relativ ganz am Anfang einmal schaust, weil es sind auch die Teile dabei, dass man das Ganze ohne den Lightbrick baut. Ah, das heißt, man kann sich's aussuchen und man sagt das Lightbrick ja oder nein. Jetzt weiß ich, das habe ich mir nicht übersetzt, vielleicht gibt es eine zweite Variante, wo der Lightbrick nicht dabei ist. Oder man sagt einfach, man will nicht. Es ist auf jeden Fall. Wenn der Lightbrick dabei ist, sind auch die Steine dabei, dass man es ohne Lightbrick bauen könnte. Vielleicht schätze mal, durch irgendwann muss man auch natürlich den Batterie dann wechseln von dem Lightbrick. Es handelt sich um diesen, was ist das, 2x3 Brick mit einem Knopf auf der Seite, den man drücken kann, genau, dass es dann angeht. Was bei dem nicht geht, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu Beispiel Dekool bei den Cyberpunk-Sets, mhm, da kann man ja das um 90 Grad drehen und dann bleibt es in Dauerleuchten. Das geht bei dem Stein nicht. Okay, gut. Aha. Ja? Und bei mir waren, weil es aus China gekommen ist, per Luftpost, die Batterien entfernt. Ja, ja. Aber ja, das ist dann, mal so. Das sind diese kleineren Knopfzellen so für Hörgeräte? Genau, okay, da sind zwei Stück drinnen. Wie lange das halten wird, keine Ahnung. Weiß es nicht. Es wird halten, bis es nicht mehr halten. Ich meine, es ist eine kleine LED also. Ja. Gut, wir haben auch hier in Rübe noch dabei. Der versteckt sich da hinten, sehr schön. Also keine Minifiguren dabei, wir haben gerade mal als Charakter natürlich Calcifer angedeutet und die Rübe. Das heißt, kein Sophie, kein Hall, den kleinen Buben weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Markel, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, aber ja. Von daher ist es wenigstens safe, was Minifiguren anbelangt. Ja.
Inwieweit es grundsätzlich eine Lizenz dann von Studio Ghibli gibt, keine Ahnung. Also ich denke mal nicht. Also wenn Lego jemals irgendwie in Japan durchstarten möchte, weiß ich, wo sie am meisten hingehen müssten, um... Ja, was ich ganz witzig gefunden habe, weil es an sich chinesischer Hersteller ist, aber der Titel steht auf Japanisch, richtig. Ja, also die mögen sich ja normalerweise nicht so sonderlich, aber sie haben wirklich ganz offiziell auf Japanisch was draufgeschrieben. Ja. Auch da ist auch unten Japanisch auch noch drauf. Ja. Oder legt das ein anderen Dinge noch dazu, weil Noah erkenne ich gerade noch so. Ja. Das auch da auch, was immer es gerade ist. Also das hat mich eigentlich recht überrascht, dass die Chinesen wirklich Japanisch schreiben. Aber ja. Ja, okay, gut. Deswegen war auch meine Vermutung am Anfang vielleicht, dass für den japanischen Markt an sich produziert worden ist. Aber da hätte ich jetzt nichts Dementsprechendes gefunden. Ja, das ist immer so eine Sache, weil mein Verständnis ist, dass das japanische Copyright-Recht noch sehr, sehr, sehr scharf ist. Also es gibt auch kein Fair Use und wenn du irgendwas machen willst, brauchst du absolute Einstimmung von den ganzen Rechteinhabern, sonst hast du keine Chance. Das ist immer so ein bisschen eine Sache. Wenn man sagt, hey, Lego oder ein anderer größerer Hersteller möchte in Japan durchstarten, ist vermutlich versuchen mit Ghibli oder Ghibli oder Jiburi eine Lizenzvereinbarung einzugehen, um selbst zu produzieren, vermutlich der Weg vorwärts. Ich glaube, das wird sich dann verkaufen, wie lange es ist. Mich hat es eben nie überrascht, dass es eben wirklich nichts gibt, ja. Unüblich ist, sage ich mal, dass chinesische Firmen ganz fröhlich auch auf Japanisch schreiben. Ne? Mhm. Aber ja. Gut. Passt dann irgendwie auch zusammen. Ja, ist halt vom Film heraus. Ne? Genau. Also ja, gibt es noch was zum Sagen? Ja, ich finde, es war vom Bau her absolut kurzweilig. Man baut halt zuerst dieses Konstrukt, dann kommt dieser obere Teil, dann baut man erst diese Füße dran, damit man es bis dahin die ganze Zeit am Boden oder am Tisch stehen lassen kann. Das haben wir ja auch schon gehabt bei anderen Sets, wo das Filigrane am Anfang kommt und dann überlegt man die ganze Zeit, wie man es drum halten soll. Ja. Also wirklich diese Baseplate oder die selbstgebaute Platte und die Beine kommen ganz am Ende. Dran. Und dann kann man es dann draufstellen. Und ein bisschen vom Baustil, du hast gerade die Seite offen, hat mich ein bisschen an Castle Grayskull erinnert, wie sie die Rundung bauen. Ne? Ja, also sind hier diese 1x2er Plate Modify mit Rundungen dran, die man halt dann halt hier vorne, dann sieht man sie so ein bisschen halt dann halt sich rund zurechtbaut, damit man halt diese schönen Rundungen zusammenbekommt. Und auf den kleinen Balkon ist auch komplett so gebaut. Ja, ich meine, wenn man schon mal gesehen hat, wie man schöne Rundungen hinkriegt, und das haben sie ja damals bei Castle Grayskull schön vorgebaut, warum soll man es nicht nutzen? Ne? Mhm. Ja, wir haben auch natürlich dann, glaube ich, hier hinten dann diese Balljoint-Sachen auch noch verbaut für die Auspuffrohre da. Genau. Dann hier mit den Rounds, 2x2 Rounds halt angedeutet, den ganzen Dampf, der rauskommt, gerne, wenn es geht. Wir haben auch, glaube ich, Hall hier oben auch noch drauf oder einen großen Vogel. In dem er sich ja verwandelt, wenn er kämpft, durchaus, ne? Mhm. Und auch dann da einen Eimer, wenn man irgendwo Wasser abschöpfen möchte. Ja. Setzen wir es noch einmal zusammen? Bitte? Setzen wir es noch einmal zusammen, jo. Und dann, glaube ich, komme ich schon zum Schluss. Da muss man immer nur schauen, dass man auch wieder weiter ist unten, damit man eigentlich richtig trifft, auch eine Technik bläht. Und ich treffe es natürlich regelmäßig nicht. Ich meine, so oft baut man es auch nicht zusammen und wieder auseinander, muss ich auch sagen. Na, Vorführeffekt. Perfekt. Da steht das Ding schon. Perfekter Vorführeffekt. Wenn man so hin, wenn man auch das Gesicht vorne ein bisschen sehen kann. Ja, also ich finde es sehr lieb. Ein absoluter Charakter, dass es halt umgesetzt worden ist, ist natürlich super. Es gab ja auch noch ein paar andere Sets aus den Filmreihen ja auch. Dieses große Badehaus gibt es ja auch von jemandem, auch von Super 8, den geben wir alles nicht täuscht, oder? Das war das andere Hersteller. Das ist von zwei Herstellern. Von zwei, okay. Ich meine, oder zwei verschiedene Marken, ob es dann dasselbe Hersteller ist, von den Chinesen, das ist relativ. Ich glaube, das hat die Jessie einmal gebaut. Das kann sein, ja. In einem Stream. Ja. Mir hat es gefallen, weil es ist doch noch relativ kompakt, dass man es auch irgendwo noch hinstellen kann. Und es ist an sich für die Größe einfach super getroffen. Klar, wenn man größer wäre, könnte man mehr Details machen. Ja. Aber ja, das ist immer so. Absolut ausreichend, glaube ich. Ich glaube, wenn man den Film kennt, man erkennt es einfach. Ja. Was aber, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass es trotzdem einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat, das Schloss an sich. Ja. Ja. Also, ich bereue den Kauf definitiv und den Bau definitiv nicht.
Nein, es ist, glaube ich, sehr schön. Macht sich, glaube ich, ganz gut, ja. Ja, danke, dass du da warst. Bitte, bitte, gerne. Danke, dass du es vorgestellt hast. Ja, Kommentarfunktion, benutzt sie. Diese Likes, Like, Subscribe und Comment-Geschichte für den Algorithmus natürlich immer praktisch. Ja, aber schreibt es ein. Wie gefällt es euch? Welche anderen Sets aus dem filmischen Werke des Studio Ghiblis wären auch vielleicht spannend zum Sehen? Sagen wir mal Nausicaa irgendwas oder was haben wir noch? Ponyo. Ponyo, ja. Oder also das U-Boot von Ponyo wäre irgendwie großartig. Das U-Boot von Ponyo, das Auto von Ponyo. Ja, also da gerade bei Studio Ghibli gibt es, glaube ich, genug. Wir haben auch noch Boco Rosso, haben wir auch noch. Ja. Der ist ein bisschen unterschwellig halt. Ja, Glühwürmchen eher nicht. Ja, das würde auch nicht unbedingt als Kinderfilm Nein. passen. Das ist schon Nein. eher harter Tobak. Also wer sich das anschaut, ohne irgendwie gerührt oder betroffen zu sein, da fehlt ein Eck. Ja. Aber ja. Aber ja, bitte, Kommentarfunktion benutzen. Vielleicht finden wir irgendwie noch Gemeinsamkeiten, Punkte, wo darüber diskutieren können, was gut, was nicht gut ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wiederschauen. Ciao.